Hallo in die Runde, willkommen zum 3-Sterne-Bonus-Booster-Turnier ohne Rot. Ich habe vorhin schon einmal reingeguckt und habe gesehen, dass ich zwei Angriffe überstanden habe. Gegen ein Level 77 und gegen ein Level 76 und dann ist noch ein Level 60 dazugekommen und neu dazu verloren. Level 30 mit 319 Tagen, okay, da war jemand nicht sehr aktiv. Level 60 mit 945 Tagen, das ist fast das zweieinhalbfache Spielzeit wie ich und ich bin weiter. Zumindest vom Level her heftig. Na gut, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Hitze ohne Ende, okay. Dann nehmen wir dreimal grün und einmal lila. Dreimal grün und zweimal. Dreimal grün. Und zwar nehmen wir da Belit mit. Dann nehmen wir... Der würde Mana geben, ist aber langsam, das mag ich eigentlich nicht. Dann nehmen wir Grievel mit. Und dann nehmen wir Schlitzer im Kostüm mit. Und dann möchten wir, dass der Gegner entzaubert ist. Und dann nehmen wir nochmal Schaden mit. Da nehmen wir an Schaden... Ja, muss ich gut heimen. Lila. Da kommt ein bisschen Grün nach. Das schieben wir unter Ulma zusammen. Okay. Ja, ist doch noch ganz gut geworden, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass das reicht. Sehr schön. Dann... bin ich einfach faul und löse einfach komplett den Diamanten auf. Da wird schon irgendwas passieren und es passiert nichts überraschenderweise. So, gucken wir mal, was hat das denn jetzt hier gebracht? Du hast über 1000 Angriff. Mal gucken, was du jetzt an allen machst. Oh. Das ist doch schon mal was. Guck mal, was die Steine jetzt machen. Ja, dank ihrem Zusatzbuff hast du gar nichts gemacht. Außer Schaden. Da schieben wir hier ein bisschen Gelb zusammen. Sammeln Grün auf. Sammeln Lila und Grün, sehr schön. Da bekommt nichts mehr. Das war der erste. Gucken wir mal direkt weiter. Da haben wir dreimal Lila auf jeden Fall. Und wir müssen den Gegner entzaubern. Machen wir anders. Wir lassen den Dax da. Und wir nehmen noch einmal Lila rein. Ich nehme die Fledermaus mit. Schon wieder blöd. Boah, das ist aber wirklich blöd. Dann gehen wir hier mal richtig in die Vollen und laden die Gegner komplett und gucken, was danach alles noch von mir stehen bleibt, nachdem alles ausgelöst hat. Ach, schade, das wäre ihr Diamant gewesen. Gut, Quasir löst aus. Das
sollte quasi nicht überleben. Oh, jetzt habe ich ihn zu früh ausgelöst. Mist, der Buff war noch gar nicht oben von ihr. Okay, das war ein riesen, riesen Fehler. Oh, ich habe auch den falschen mit. Also, wenn ich das gleich verloren habe, dann zu Recht, möchte ich meinen. Da war natürlich Glück, dass da noch mal was nachgerutscht ist. Agnes lebt verdammt lange dafür, dass sie eigentlich gar nichts kann. Und selbst das kann sie nur zur Hälfte und hat die Hälfte von dem, was sie mal irgendwann gekonnt hat, wieder vergessen. Also Agnes hat so kaum Lebenspunkte. Ich finde die eigentlich einen schönen Sniper, aber in der Verteidigung, die hat glaube ich nur 600 Lebenspunkte im Vergleich dazu. Nordri hat über 800. Finde ich die echt schwach. Ich bin jetzt zu faul, da irgendwas zusammenzusuchen, wie man es auslösen könnte. Am geschicktesten, das sollte reichen. Nochmal gut gegangen, obwohl ich die falsche mitgenommen habe. So, der Gegner würde Gift auf uns machen. Das war's. Und einmal Frost, aber ich hoffe, das überlebt er nicht. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall dreimal Gelb mit. Quatsch, dreimal grün. Und dann tauschen wir hier einfach nur wieder aus. Ich könnte natürlich auch die Echse mitnehmen. Die immer noch nicht fertig gelevelt ist, das Kostüm. Falls der Attacke-Buff durchkommt gegen das Gift. Ach so, sie sind nur immun gegen Boni-Entfernung. Ach komm, nee, das mit dem Gift, das klappt schon. Bis das durch ist, sind wir mit dem Gegner hoffentlich durch. Reicht das für Nordri? Nein. Dann gehen wir in die Vollen. Das hat nicht gereicht, alter Schwede. Ja, bei so viel, wo man nicht zusammenschieben kann, müssen wir mal ein bisschen tricksen. Das finde ich gut. Dann heilen wir. Pumpen uns noch ein bisschen hoch. Gucken wir mal, was die Eidechse jetzt so kann. Und ich habe hier zwei Diamanten mindestens auf dem Feld. Wie viele Lebenspunkte hat denn der noch? Drei. Ja, dann nehmen wir sie ihm weg. Dann könnten wir Blau auslösen. Ach, wir machen erstmal da unten. Ja, das ist natürlich hier. Das ist der totale Overflow. Ich weiß gar nicht, was ich wo zuerst auslösen soll. Und ich bin jetzt einfach faul. Ob das schlau war oder nicht, ist mir jetzt eigentlich gerade egal. Da ist so viel, was kommt. Ups, da habe ich mich verzählt. Na gut, dann muss ich hier drüben machen. Ja, ich mag ja 3-Sterne-Turniere einfach, weil sie für mich am interessantesten sind, weil ich dort am meisten machen kann, weil ich dort auch die meisten Helden habe. Witzigerweise kenne ich den einen oder anderen Spieler, der für sich gesagt hat, warum soll ich 3-Sterne-Helden leveln?
Die haben nicht mal pro Farbe 2-3 Sterne-Helden gelevelt. Langsam außen, das macht gar keinen Sinn. Wir wollen nicht, dass Gunnar uns kriegt. Das Problem ist, ich möchte lieber mich selbst entzaubern, falls Gunnar trifft. Irgendwie ist am Anfang immer relativ wenig auf dem Board. Da kommt gleich noch eine rote und noch eine gelbe rein. Na, super. Dafür können wir hier ein bisschen punkten. Das reicht natürlich bei weitem nicht. Da ist Gunnar zumindest weg. So, damit ist Poppy weg. Er entzaubert uns. Da warte ich noch, bis die Bombe drauf ist. Oh, sehr gut. Dann können wir jetzt einfach hier. Oh, schön. Gucken wir mal, was Ishtag mit 900 Angriff so macht. Die Antwort ist nicht viel. Und mir fällt auch gerade auf, dass dieses Team echt wenig Feuerkraft hat. Und um ehrlich zu sein, möchte ich dann nicht, dass er jetzt gleich alles wieder hinstellt. Und für den Fall, dass er hinstellt, möchte ich wenigstens meine Fähigkeiten voll haben, aber das sollte reichen. Boah. Ich habe total vergessen, dass er wiederbeleben kann. Ja, das ist nicht schlimm. Der macht nichts auf mich. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Entzauberung. Falls Gunnar oder der andere auslöst. Ich weiß, dass er macht, dass links und rechts immun ist gegen Entfernung, ist aber. Quatsch, nicht gegen Entfernung. Gegen neue Statusveränderung, sowas. Guck mal, was er trunken wollte. Da kommt aber viel rein. Und dann kommt nochmal eine lila Kombo hinterher und ein paar blaue. Hui. Die Grüne hätte irgendwas treffen müssen, das wäre schön gewesen. Aber auch so kann ich gut damit leben. Ja, räumen wir mal auf. Ich möchte das so spielen und nicht die Mitte spielen. Da kann ich nämlich jetzt immer noch so machen und kann Gato mit rausnehmen. Was? Ich hätte mal aufpassen sollen und alles auf einen geben. Oh, 6 Lebenspunkte, nicht dein Ernst. Dann kill ich dich halt mit normalen Steinen. Okay, das funktioniert schon mal nicht, ihn mit normalen Steinen zu killen. Und wie viel hat da war noch? Na gut, 120, die lasse ich mir, gell. Na gut, na gut. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet ähnliches Glück. Und ich hoffe, ich bleibe bei A und dann kann ich mich auch Mittwoch einkaufen, sollte ich rausfliegen. In diesem Sinne, euch einen schönen restlichen sonnigen Tag im Schatten. Tschüss.